Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Kapitalschutz, der eigene digitale Risikomanager von AlgoCamp. Ich freue mich sehr, dass wir das Webinar heute zusammen mit David Warnem machen und dass er für uns heute die Zeit gefunden hat. Und selbstverständlich, dass Sie heute auch live dabei sind. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, damit ich den Bildschirm auch übertragen kann. Aber vorher, wie gesagt, der Hinweis, dass ja, dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken dient. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, dann, lieber David, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Lieben gerne. Einen Moment. So, jetzt sollte man meinen Bildschirm sehen, oder? Korrekt, die FX-Flat-Webinarseite. Perfekt. Ja, vielen Dank für deine tolle Einleitung und ich freue mich auch wieder heute hier zu sein. Mein Name ist David Warne und die meisten kennen mich wahrscheinlich von AlgoCamp, ja, dem Camp für die Automatisierung in der Trading-Welt. Unser Hauptthema ist natürlich die Entwicklung, die Programmierung von automatischen Handelssystemen mit allem, was drumherum gehört oder dazugehört, besser gesagt, die Strategieentwicklung, Serveraufbau und Verwaltung. Also hinter dem Thema steckt eigentlich relativ viel und primär. Wenn wir gemeinsam die Webinare mit FXpert durchführen, dann geht es eigentlich auch immer um unser Hauptthema oder unsere Leidenschaft quasi, dem automatischen Börsenhandel. Und ja, uns gibt es inzwischen, ich muss auch aufs Datum gucken, ich glaube 5,5 Jahre sind wir inzwischen am Markt mit der AlgoCamp GmbH. Seit Stunde Null auch schon Partner von FXpert. Und wir haben viele, viele Trader gesehen, kommen und gehen gesehen. Einige bleiben, einige verschwinden wieder aus der Trading-Welt. Und wir haben ein großes Problem erkannt, das finde ich persönlich sehr, sehr traurig, wodurch dieses Produkt aber entstanden ist oder dieses Thema heute, was ich wiederum schön finde oder den Vorteil an diesem traurigen Punkt ist, dass viele Trader trotz profitablem Handelssystem, egal von wo sie das haben, ob sie das selbst programmiert haben, programmieren lassen haben, ob sie das von uns haben oder von anderen Anbietern, spielt heute gar keine Rolle, sondern dass sie trotz profitablem Handelssystem Geld verlieren mit diesem System. Das ist sehr, sehr schade. Wir sehen es auch immer wieder, wie schnell eigentlich Konten geschrottet werden. Ich glaube, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Ich glaube, es gehört fast schon zum guten Ton eigentlich für jeden Trader, dass er mindestens ein Konto mal gegen die Wand gefahren hat. Man kann fast schon die Trader gar nicht so wirklich ernst nehmen, die meinen, sie hätten noch nie den Margin Call gesehen oder hätten noch nie nachschießen müssen. Es gehört einfach dazu. Es ist traurig, es gehört dazu. Was aber nicht bedeutet, dass wir nichts gegen tun können, sondern wir haben lange überlegt, was wir eigentlich machen können. Wir haben viel probiert, wir haben viel, viel aufgeklärt, was dieses Thema angeht. Wir haben viele Anleitungen, viele Videos, viele Artikel zu veröffentlicht, PDF-Anleitungen und so weiter. Aber ja, man kennt es ja auch von sich selbst. Wer liest schon irgendwie die Betriebsanleitung von scheinbar einfachen Dingen durch. Eigentlich ist das alles selbsterklärend oder klar, aber irgendwie dann doch nicht. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ich sag mal, einen digitalen Risikomanager zu entwickeln. Also das, was quasi Trader in Fonds oder in Vermögensverwaltung, was Vermögensverwalter haben, nur dass es da halt menschlich ist, sprich, dass er quasi der Chef um die Ecke im Büro sitzt und ständig auf die Konten guckt und wenn da irgendwelche Regeln gebrochen werden, dass es dann da relativ schnell Ärger gibt oder das Konto entzogen wird oder. Das haben wir als private Anleger natürlich nicht. Also ich kann hier einfach meinen MetaTrader öffnen und spielen, handeln, wie ich möchte. Es interessiert halt keinen. Und wenn ich heute über Nacht mein gesamtes Konto gegen die Wand fahre, interessiert es auch keinen. Sehr wahrscheinlich wird dann, gibt es dann vielleicht zu Hause ein bisschen Ärger, je nachdem, ob das herauskommt, kommt, wenn wir unser Konto geschrottet haben oder nicht. Aber es schützt uns dann nichts. Und wir verfallen da sehr oft in eine, ja, so eine Gierphase, ein bisschen müssen wir im Rauschen verzocken das Ganze. Und deswegen haben wir uns überlegt, und das ist auch fertig entwickelt, einfach einen digitalen Risikomanager an die Hand zu geben,
um das ein bisschen aufzufangen. Und nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich relativ gut aufzufangen. Sowohl für manuelle Trader, also wenn Sie sagen, gut, die Automatisierung ist ganz nett. Es ist schön, wenn mein Garagentor automatisch aufgeht, aber fahren möchte ich immer noch automatisch, manuell. Und dann ist es genauso passend für Sie, wie wenn Sie sagen, ich trade gar nicht mehr manuell, sondern ich habe nur meine Roboter ins Rennen geschickt und die sollen das mal für mich machen. Ganz kurz und knapp, dass wir eigentlich mal wissen, worüber reden wir heute eigentlich hier. Der Risikomanager, das ist ein, ja, wenn wir es technisch sehen, ein Expert Advisor. Ich würde mal eher sagen, ein Add-on für den MetaTrader, der unser Konto einfach automatisch überwacht und unsere Regeln, die wir uns selbst gesetzt haben, die wir selbst nie wirklich einhalten, er sorgt dafür, dass wir sie einhalten und das auch relativ hart, wenn wir das möchten. Sprich, es ist kein Handelssystem, es geht keine Position ein, sondern das Einzige, was das System macht, ist das Ganze in die andere Richtung und zwar Positionen zu schließen, Orders zu löschen oder uns zu informieren. Nehmen wir einfach mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Viele, die relativ frisch sind in dem Bereich automatische Handelssysteme, Export-Advisor, Algo-Trading, haben natürlich berechtigterweise immer ein bisschen Angst, dass dieser Roboter da über Nacht vielleicht ein bisschen Mist baut, dass er ausrastet, dass er unser Konto gegen die Wand fährt, dass wir einfach morgens aufstehen und das Konto nicht mehr da ist und vielleicht ein paar Anrufe in Abwesenheit von Broker auf dem Handy zu sehen sind. Das ist eine große Angst. Verstehe ich. Ich muss sagen, ganz, ganz am Anfang, als ich so mein erstes System da mal entwickelt hatte und auch lief, ich konnte nicht wirklich die Augen zumachen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass da dann doch irgendwo ein Fehler ist, der das Konto schrottet. Einfache Funktion, ohne jetzt im Detail sofort reinzugehen. Der Risikomanager zum Beispiel kann das einfach kontrollieren. Wir können also einfach dem Risikomanager sagen, Achtung, wenn mein Konto 10% am Tag verloren hat, dann schalte den MetaTrader komplett aus. Thema erledigt. Wenn der MetaTrader aus ist, dann sind die Export-Advisor aus und dann funktioniert auch nichts anderes mehr. Dann kann keine neue Order eingegangen werden, das Maschinengewehr wird quasi einfach gestoppt. So, und das ist natürlich so die härteste Variante vom Risikomanager, aber es sind auch viele, viele andere Funktionen, die nicht ganz so hart sind, was das Eingreifen angeht. Gucken wir einfach mal direkt rein in den Risikomanager. Eigentlich relativ unspektakulär. Es ist nicht bunt, es animiert sich nichts, es ist nicht schön, es piept nicht, sondern es ist wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Also wenn wir den Expert Advisor zum Beispiel installiert haben hier im MetaTrader von FXBet, dann finden wir den auch hier links unter Experten. Was müssen wir da machen? Wir machen einfach nur einen Doppelklick drauf und dann haben wir auch schon die Einstellungsmöglichkeiten. Und anhand dieser Einstellungsmöglichkeiten können wir eigentlich ganz gut erläutern, was dieser Risikomanager eigentlich alles kann. Ziel ist natürlich einfach unser Hab und Gut, unser Werkzeug, dem Kapital auf dem Konto oder das komplette Konto zu schützen. Was können wir hier alles regeln? Wir sehen hier oben klar Lizenz, Bestellnummer. Das sind Daten, die einfach nur eingetragen werden, damit diese Software nicht demnächst irgendwo kostenlos zum Download im Internet auftaucht. Relativ unspektakulär, diese Sachen. Und dann kommt es aber auch schon an die spannenden Optionen. Gehen wir einfach mal von oben durch. Wir haben da Alarm-Push, wir haben Alarm-Pop-up, wir haben bei Alarm alle Orders löschen, bei Alarm alle Positionen schließen. Was ist damit eigentlich gemeint? Wir sehen immer ein Swing False dahinter. Das bedeutet immer quasi aktiv und nicht aktiv. False bedeutet, ich möchte zum Beispiel kein Push-up, also nicht so ein kleines Alarmfenster haben im MetaTrader, sondern ja, es soll einfach nicht da sein. Klicke ich es aufs True, so, dann ist es aktiviert und dann würde ich zum Beispiel Alarm bekommen. Hier das gleiche bei Pop-up, aktiviere ich das Ganze, würde ich auch ein Pop-up bekommen. Gleich hier unten sage ich, ja, ich möchte, dass bei einem Alarm alle Positionen geschlossen werden, aktiviere ich auch das. So, das sind quasi die Aktionen. Aber jetzt ist es eigentlich noch viel spannender, wann können wir diese Aktion eigentlich starten? Und da gehen wir ein Stückchen weiter runter und hier haben wir zum Beispiel Optionen wie Max Loss im Jahr, in Kontowährung, einfach nur, damit da keine Fehler passieren, wenn ich denke, das ist in Punkten, in Pips oder in was auch immer. Wir haben drunter Max Loss im Monat, Max Loss in der Woche, Max Loss am Tag.
Und das sind unsere Einstellungsmöglichkeiten. Das ist relativ simpel. Es sind wenige Einstellungsmöglichkeiten, die unser Kapital oder unser Konto, unser Kapital aber extrem gut schützen können. Natürlich haben wir hier keine Garantie. Wenn wir Erlebnisse haben, wie damals der Schweizer Frankencrash oder irgendwelche starken Ereignisse, dann kann dieses Tool auch nicht zaubern. Aber es kann uns in der Gier, in der, ich sag mal, in der Zockersucht, Zockerphase so ein bisschen bremsen. Also, wir kennen das aus den Lehrbüchern. Da erzähle ich Ihnen wahrscheinlich auch nichts Neues. Würde ja in Webinaren, Seminaren, Vorträgen, in welchen Formaten auch immer relativ oft und gerne betont. Klingt langweilig, ist auch extrem langweilig, aber hilfreich und richtig und wichtig, besser gesagt. Wie sieht unser Risikoplan aus? Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Dafür zeichne ich das Ganze. Also keine Sorge, wir gehen heute kein betreutes Lesen von irgendwelchen Präsentationsfolien durch, sondern wir zeigen es einfach direkt im MetaTrader oder malen das einfach auf neben der Erklärung. Wir haben unser Konto. Unser Konto startet einfach mit 10.000 Euro, eine übliche Summe, mit der wir starten. Und wie sieht der typische Fehler aus? Wir handeln einfach drauf los. Heute verdienen wir mal 500 Euro, am nächsten Tag verlieren wir 3.000 Euro, sprich über 30%. Wir haben eine große Vola, die eigentlich vom Kontostand so aussieht, aber in der Regel immer dann wieder hier unten endet, bei 0 oder bei 20 Cent. Und dem klassischen Risiko-Money-Management-Plan, wie wir es aus den Lehrbüchern kennen, besagt ja, riskiere pro Trade nur Summe X, verliere maximal am Tag Summe X, verliere in der Woche maximal Summe Y. Einfach, und das können wir hier auch einstellen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier 10.000 Euro. Ich kann jetzt keine 10% am Tag verlieren, dann bin ich nach 10 Tagen schon durch. Nehmen wir einfach mal als Tagesverlust 1% zum Beispiel. Das heißt, ich sage, am Tag möchte ich 100 Euro verlieren können. So, das ist, wo ich sage, okay, ich kann, wenn wir es einfach mal hochrechnen, 100 schlechte Tage haben, bis mein Konto geschrottet ist, was hier ohne irgendeine Kontrolle relativ zügig geht. Also sind vielleicht dann 5 Tage, dann haben wir hier den Margin Call gehabt. Und alleine durch diese Überprüfung oder diese Vorgabe von uns sind wir schon bei 100 schlechten Tagen. Und wenn wir 10.000 Euro, das klingt komisch im ersten Moment, wenn wir jetzt 10.000 Euro in 6 Tagen verlieren, dann bringt uns das vom Gelernten her nicht so viel, wie wenn wir die 10.000 Euro an 100 Tagen verlieren. Ja, natürlich wollen wir alle kein Geld verlieren. Wir wollen das Geld nicht strecken, um es verlieren. Eigentlich wollen wir natürlich Geld gewinnen. Aber wir reden ja immer von dem Fall, dass wir einfach falsch liegen, dass unsere Strategie nicht funktioniert, dass wir einfach noch zu frisch am Markt sind, noch keine Strategie gefunden haben, unseren Stil nicht gefunden haben oder wir einfach uns noch ein bisschen austoben wollen. Deswegen ist es, wenn wir schon das Geld verlieren, immer hilfreicher oder sinnvoller, wenn wir es mit Erfahrung verlieren. Ich weiß, wir wollen alle kein Geld verlieren, aber wenn schon, dann wollen wir wenigstens etwas gewinnen, und zwar sind es die Erfahrung. Klar, einige Lehrbücher reden auch immer bei Anfängern von 0,5%, die wir am Tag riskieren sollten. Können wir natürlich auch machen, das ist ja das Tolle. Wir können hier im Risikomanager eintragen, was wir wollen. Also wenn ich sage, ich möchte aber ein bisschen riskanter sein, als es vielleicht empfohlen wird. Und ich sage, okay, ich möchte einen Alarm, also der Risikomanager soll mein Tagesverlust kontrollieren. Dann stelle ich das hier auf aktiv und trage da unten ein. Am Tag möchte ich dann maximal 100 Kontowährung, in dem Beispiel jetzt 100 Euro verlieren. Wie sieht die aktuelle Einstellung jetzt aus? Gehen wir einfach mal durch. Ich habe hier oben 2 Sachen aktiv, 3 Sachen aktiv. Das heißt, momentan würde der Risikomanager oder der Auftrag für den Risikomanager wie folgt aussehen. Schaue auf meinen Tagesverlust. Wenn mein Tagesverlust größer gleich 100 Euro ist, dann schicke mir eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone. Also wir brauchen dafür auch einfach nur auf unserem Smartphone oder Tablet die kostenlose MetaTrader-App. Die gibt es ja im App Store oder im Play Store. Dann haben wir die zweite Einstellung. Wir möchten noch ein Pop-up haben, falls wir gerade vom PC sitzen oder der MetaTrader im Hintergrund ist und unser Handy nicht in der Nähe ist. Dann möchten wir auch nochmal zusätzlich hier eine Information haben. Und da kommen wir jetzt in das Handeln. Ich möchte auch, dass alle Positionen geschlossen werden in diesem Moment.
weil wir haben das ja auch noch aktiv. Das heißt, wir werden informiert, wir haben unser Tagesverlust erreicht und es bringt ja nichts, uns Grenzen zu setzen, wenn wir sie nicht wirklich einhalten oder Pläne zu schmieden, wenn wir sie nicht einhalten. Und daher sagen wir auch noch, informier mich und zieh die Reißleine und schließ das Ganze. Das haben wir durch die Option aktiviert. Wir können das natürlich auch ein bisschen entspannter angehen, wenn wir sagen, er kann gerne kontrollieren, aber soll nichts machen, gar kein Problem. Dann würde ich jetzt hier oben einfach die Einstellung deaktivieren und dann würde er mir nur noch die Push-Benachrichtigung schicken, würde nur noch ein Pop-up eröffnen mit der Meldung, aber er würde nicht eingreifen. Deswegen muss jeder für sich sein Ziel finden, was für ihn angenehmer ist, ob er sagt, der kann gerne eingreifen oder nicht. Kommt immer auf die Situation an, kommt auf das System an, ganz klar. Andere Situationen, ich habe hier mein automatisches Handelssystem aktiv und ich möchte zum Beispiel sagen, 100 Euro am Tag, okay, ich möchte meinen Prozent am Tag riskieren, ich bin aber nicht den ganzen Tag am PC und schon gar nicht vom MetaTrader und ich habe da nicht die Zeit für, dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, dann möchte ich, dass er die Position schließt, damit er quasi dem in den Roboter in die Arbeit eingreift. Pop-up brauche ich nicht. Ich sitze eh nicht vor dem PC und habe den MetaTrader eh nicht immer auf. Aber bin viel unterwegs. Mein Handy habe ich immer vor der Nase. Also schick mir bitte eine Push-Benachrichtigung. So würde das Ganze automatisch laufen. Wir würden jetzt auf OK drücken. Und dann nimmt er schon seine Arbeit auf. Und das Ganze können wir natürlich noch erweitern für alle anderen Optionen. Das heißt, wir haben natürlich, so wird es ja auch in den Lehrbüchern gerne beschrieben, dass wir einfach noch eine weitere Regel haben, dass wir sagen, okay, 1% am Tag, alles klar, kein Problem. Würde ja bedeuten, bei 5 Handelstagen oder 5 vollen Handelstagen in der Woche würden wir dann pro Woche 500 Euro verlieren. Auch das können wir natürlich noch ein bisschen begrenzen und vielleicht sagen, ist schon viel, wenn ich 5 Tage hintereinander falsch liege, dann stimmt irgendwas nicht bei mir. Ich kann auch sagen, okay, ich nehme jetzt einfach nur die 400 Euro. Das heißt, ich begrenze das auch noch mal ein bisschen und sage, 100 Euro pro Tag ist in Ordnung, aber unterm Schnitt möchte ich in der Woche nicht mehr als 400 verlieren. Auch das, gar kein Problem. Aktiviere ich diese Option und zwar finden wir hier ein bisschen weiter oben. Alarm beim Maxlauf in der Woche, aktiviere ich das auch und sage dann halt, pro Woche möchte ich dann 400 Euro verlieren. Und das geht genauso mit den anderen Optionen im Monat, im Jahr. Da können wir das alles noch unterschiedlich einstellen. Und so haben wir sowohl für manuelle Trades, also wenn würde ich jetzt manuell hier traden, hin und her zocken, ob mit oder ohne Strategie, völlig egal, würde eingreifen und bei einem Expert Advisor genau das Gleiche. Er würde die Position prüfen und dann halt schließen. Das heißt, dem Risikomanager ist es völlig egal, ob die Position manuell eröffnet wurde, ob sie vom Expert Advisor eröffnet wurde. Das spielt hier relativ, spielt aber keine Rolle. So, und das ist eine, da spreche ich aus Erfahrung. Das System haben wir schon etwas länger im Sortiment. Für uns ist das kein Hauptprodukt. Für uns ist es einfach ein kleines Hilfsmittel für alle, die einfach selbst sagen, entweder A, ich habe ein bisschen Angst vor den Roboter, den vertraue ich noch nicht so ganz. Oder die einfach sagen, ich kenne mich selbst gut genug, ich weiß, irgendwann bin ich in einer Zockerphase und dann habe ich mich nicht unter Kontrolle. Und da ist es. Das ist auch nicht in der Theorie, das ist wirklich so, das höre ich ganz oft, ein wie ein Wundermittel, wenn plötzlich dieser Risikomanager, wenn wir gerade in Zockerlaune sind, einfach alles gnadenlos schließt. Wir selbst kennen es, wir haben eine Position auf, wir haben noch eine Position auf, ich teste es kurz einfach mal nieder, wir erhöhen immer wieder unsere Positionen, betreiben Martin Gell, also hier ist unser Tageskontostand. Wir sind ein bisschen im Verlust, sagen vielleicht, okay, ich kaufe nochmal nach mit doppeltem Volumen, es läuft ein bisschen und dann läuft es wieder schlechter. Irgendwann ist bei uns die Hemmschwelle einfach schon verloren gegangen, das irgendwie nochmal zu schließen. Wir sind da schmerzfrei, das Ganze zu schließen. Und wenn dann irgendwann der Roboter einfach ankommt und hier knallhart sagt, okay, das ist jetzt hier eine Linie, die gerissen wurde, ich schließe das Ganze, dann kommt es tatsächlich nicht so häufig vor, dass die Trader, die gerade in Zockerlaune sind, dann sagen, okay, jetzt dann fange ich nochmal von Null an, den Bestand aufzubauen. Das größte Problem ist eigentlich immer, den offenen Bestand loszuwerden. Wir möchten nicht auf das kleine X im MetaTrader drücken und dann die Verluste realisieren. Das ist erfahrungsgemäß, wie gesagt, ist keine Garantie und trifft nicht auf jeden zu.
immer so das größte Problem, diese Position zu schließen. Und das macht der Risikomanager für uns halt automatisch. Und was auch sehr vielen nutzen, das finde ich, das hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, ist das Ganze einfach nur als wirklich als Notfallsystem laufen zu haben. Das heißt, jetzt in diesem ersten Beispiel hat mir gesagt, okay, mein Risiko-Money-Management-Plan trage ich hier ordentlich ein, am Tag 1%, wenn nicht, dann schließt er meine Position, ist eine Variante, dafür haben wir das quasi initial entwickelt. Was aber auch viele nutzen, was ich persönlich auch eine sehr smarte Idee finde, ist das Ganze wirklich nur als Notfallplan zu nutzen. Und zwar, ich trage hier also nicht meine, jetzt bei Max Loss am Tag nicht meine 1% ein, sprich 100 €, sondern ich sage hier, ich möchte das wirklich nur für Notfall haben. Also wenn ich irgendwie in Zockerlaune bin oder ich, was auch immer, ich nicht am PC bin, es klingelt an der Tür, ich bin abgelenkt und vergiss es und trage hier halt einen Extremwert ein. Also Extremwert sind jetzt hier 1.000 €, 10% in dem Beispiel, wo ich sage, gut, wenn das passiert, dann muss irgendwie was schiefgelaufen sein, schick mir eine Push-Benachrichtigung, mach ein Pop-up auf, schließe alle Positionen und, das ist auch noch eine Option, wir können auch sagen und oder lösche alle Orders. Weil, wenn wir nur offene Positionen schließen, klar, dann werden die Verluste realisiert, aber vielleicht liegen noch Orders im Markt, die dafür sorgen würden, dass danach wieder neue Positionen reinkommen, der Preis wird erreicht, die Orders werden getriggert und das Konto, die Zockerei geht quasi weiter. Deswegen können wir auch sagen, okay, natürlich, ich will den harten Cut haben, ich will alle Infos haben, ich will alle Orders gelöscht haben und alle Positionen geschlossen haben, wenn dieser harte Punkt von 1.000 € erreicht wurde. So, das. Da bin ich selbst drauf nicht gekommen oder das hatten wir selbst gar nicht so vor Augen gehabt, als wir das entwickelt haben. Aber eigentlich eine sehr, sehr smarte Variante, um sich einfach für den Notfall abzusichern. Falls man zockt, falls man vergisst, was man eigentlich machen wollte, abgelenkt ist oder irgendwie was zu Hause passiert. Deswegen viele von uns betreiben den Risikomanager halt auch auf einem Server, also auf einem Trading-Server, weil sie eh automatische Handelssysteme nutzen. Und deswegen kann auch zum Beispiel der Fall nicht eintreten, dass wir zu Hause Probleme haben mit dem Internet, Technik, Strom, was auch immer, der Computer nicht geht und wir da nicht sofort eingreifen können. Klar, in der heutigen Zeit haben wir natürlich Smartphones und hoffentlich alle auch für den Notfall immer die MetaTrader-App installiert und auch eingeloggt, da können wir es auch betreiben, aber wenn wir zum Beispiel zu Hause ein Handelssystem betreiben und die Verbindung einfach mal kurz weg ist, dann würden wir es halt nicht mitbekommen und der Risikomanager auf dem Server eingeloggt, ist immer noch die beste Variante. Da können wir auf dem Arbeits-PC zocken, da können wir unterwegs mit dem Smartphone zocken, wenn irgendwo das Konto eingeloggt ist und der Risikomanager aktiv ist, dann ist er durchgehend aktiv und wird auch da eingreifen. Das ist ja das Schöne in dem Falle. So, also Sie merken, denke ich mal schon, vom Prinzip her oder von der Funktionalität her simpel, aber sehr, sehr effektiv. Da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Ja, ich weiß nicht, ob man das gutes oder schlechtes Feedback nennen kann, wenn wir von unseren Tradern hören, dass sie mal wieder eine Zockerlaune hatte oder eine Phase hatten, wo der Risikomanager eingesprungen ist und sie wenigstens vor dem Totalverlust bewahrt hat, ne? Und ganz wichtig, ich hatte es ja auch am Anfang gesagt, das ist keine Garantie. Also wenn ich jetzt hier eine 100.000 eintrage und sage, mach alles zu und alles dicht, heißt es natürlich nicht, dass wir nur 1.000 € verlieren können, sondern es bedeutet, wenn hier unten unrealisiert 1.000 € Verlust dastehen, dann fängt er an zu schließen. Aber wenn wir gerade ein großes, starkes Ereignis haben und der Markt einfach nach unten durchrennt, muss ich Ihnen alles nicht erzählen. Was bedeutet eine Market Order, eine Stop Order? Kann es natürlich auch sein, dass der Markt extrem springt, wir eine große Wohle haben und die ganzen Positionen erst bei minus 2.000, 2.200 € aufgelöst werden, ne? Das sind immer Ereignisse, die kommen sehr, 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 sehr selten vor, aber da will ich mal ganz ehrlich sein, das ist hier nicht das Wundermittel, wo wir sagen, na perfekt, da bin ich vor Gaps zum Beispiel geschützt oder so. Das ist natürlich das gleiche Beispiel. Kaufe ich am Freitag den DAX und sage dem Risikomanager, bei 10 € machst du Tagesverlust, machst du alles zu und am Montag öffnet der Markt mit minus 200 Punkten. Da kann er natürlich auch nicht zaubern. Dann würde er am Montag das Ganze schließen mit 200 Punkten und hätte natürlich einen höheren Verlust als da eigentlich eingestellt.
Das war es im Grunde genommen auch schon von den Funktionalitäten. Deswegen, also wenn wir Webinare durchführen zu dem Risikomanager, haben wir da, brauchen wir ja gar nicht die kompletten 60 Minuten. Interessanter ist, denke ich mal, noch, wie Sie an das Ganze kommen. Der Risikomanager kostet regulär, also das ist eine Einmalzahlung, dann können Sie das ein Leben lang für Ihr Konto nutzen, kostet regulär 179 Euro. Wir haben die Aktion, so wie für alle Produkte immer bei FXBet. Wenn Sie Kunde sind bei FXBet, dann schreiben Sie uns einfach an. Also am besten gehen Sie auf unsere Webseite algo-camp.de, nutzen hier das Kontaktformular oder schreiben uns einfach direkt eine E-Mail an mail@algocamp.de und dann bekommen Sie das Ganze in einer Lifetime-Lizenz für 99 Euro brutto. Und dann können Sie den so lange nutzen, jahrelang, wie Ihr Konto quasi für den Metatrader besteht. Also da gibt es keine Abogebühr, keine Updates, keine laufenden Kosten, sondern einmalig. Es ist eine kleine Investition. Wie gesagt, für uns ist das kein Hauptprodukt. Für uns ist es einfach ein kleines Nebenprodukt, was wir regelmäßig updaten. Es kommt immer mal wieder Feedback. Also die erste Version, so wie wir sie heute gesehen haben, steht nicht seit Stunde null, sondern das Feedback kommt natürlich von den Tradern zu uns. Da freuen wir uns immer wieder. Und dann wird das Ganze auch angepasst und ein bisschen erweitert, weil, ja, so entstehen eigentlich die schönsten Produkte, wenn viele, viele nutzen und dann irgendwann viele, viele oder einige eine gleiche Idee haben, das Ganze zu optimieren, wir es dann umsetzen. Denn im Endeffekt soll es ja von Tradern für Tradern sein. Und deswegen wird es auch immer weiter geupdatet. Aber wie gesagt, nicht wie bei den Handelssystemen, zahlen sie hier einmalig und haben dann die Lizenz Leben lang quasi. Demnächst kommt dazu auch noch eine Infoseite bei uns. Die haben ja vor kurzem erst unsere Webseite aktualisiert, deswegen gibt es für den Risikomanager aktuell noch keine eigene Seite. Aber da gibt es demnächst auch noch eine eigene Seite, wo es nochmal Erklärungen zu gibt, Screenshots, Beschreibungen und so weiter, falls Sie das nochmal in Ruhe durchlesen möchten. Ansonsten, wie gesagt, wenn Sie interessiert sind, schreiben Sie uns gerne an, kontaktieren Sie uns oder wenn Sie generell Fragen haben zum MetaTrader, sind die Experten natürlich bei FXBet immer erreichbar. Und im Endeffekt ist es egal, wen Sie anschreiben, was die Fragen angeht. Die Antwort bekommen Sie so oder so. Im Notfall helfen wir uns da untereinander und dann bekommen Sie die Antwort schon von der richtigen Stelle. Wenn jetzt noch Fragen da sind, dann gerne rein. Wir haben natürlich noch einige Minuten. Von daher ist es der Vorteil für heute, dass wir hier keinen Zeitdruck haben. Ansonsten für alle, die die Aufzeichnung ansehen, haben wir natürlich hier bei YouTube die Kommentarfunktion, da können gerne Fragen reingestellt werden oder auch das gleiche für Sie. Schreiben Sie einfach uns von AlgoCamp an oder unser Partner von FXBet und dann wird da auch weiter geholfen. Ja, aber das sieht soweit gut aus. Keine Fragen. Dann haben wir hoffentlich alles erklärt. War heute eine kurze Session zusammen, aber ich glaube, das müssen wir nicht unendlich oder unnötig in die Länge ziehen. Kurzes, kompaktes Tool, was relativ viel bringt. Das spreche ich aus Erfahrung. Wenn wir es aber nur gegenrechnen, die jetzt mit der Rabattaktion knapp 100 Euro im Vergleich zu dem, was wir regelmäßig in unserem Zockerbahn verlieren, ist das wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Investition in unser Kapitalschutz einfach. Von daher würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und teilgenommen haben. Vielen Dank auch an alle, die jetzt sich die Aufzeichnung angesehen haben bei YouTube und Nelson, dir natürlich vielen Dank für die Einladung heute. Hat Spaß gemacht. Ja, super, vielen Dank, David. Interessantes Tool. Und eine Frage ist jetzt noch reingekommen. Vielleicht kannst du dir das nochmal anschauen. Ja, sehr gerne. Eine Frage noch, kann ich das mit dem Steo-Trader zusammen nutzen oder ist das Steo-Trader nicht schon so ausgelegt, dass diese Funktionen dabei sind. Da muss ich ehrlich sagen, ich kenne jetzt SEO-Trader nicht bis ins letzte Detail, was diese Funktion angeht. Wenn sie nicht vorhanden sind in dem SEO-Trader, dann kann das auf jeden Fall zusammen genutzt werden. Denn dem Risikomanager ist es völlig egal, von wo die Positionen kommen, ob das ein Handelssystem ist und das SEO-Trader ist technisch ja ein Handelssystem, quasi ein Expert-Advisor. Oder ob Sie es manuell vom Smartphone oder über Signale bekommen haben, spielt es keine Rolle. Also, wie gesagt, ob das schon zum Teil eingebaut ist in einem SEO-Trader, kann ich nicht sagen, aber es kommt sich nicht in die Quere,
Auch die Zero-Trader-Funktionen, Orders würden damit kontrolliert werden. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass der Risikomanager auf dem eigenen Chart läuft. Das heißt, wir wenden den quasi hier auf den Chart an und den machen wir dann quasi einfach zu. Wir gucken nicht rauf und haben dann andere Charts auf, wo dann das Zero-Trader läuft. Weil, das kennen Sie wahrscheinlich, technisch kann auf einem Chart immer nur ein Expert-Advisor laufen, aber das ist eine Kleinigkeit. Dann haben wir hier einen kleinen Chart, wo nur der Risikomanager läuft. Da machen Sie nichts und auf den anderen können Sie den Zero-Trader oder andere Handelssysteme aktiv haben. Okay, wenn Fragen noch auftauchen, wie schon eben angesprochen, können Sie uns natürlich gerne kontaktieren. Wir leiten es weiter oder direkt über die Webseite von AlgoCamp. Ja, ich wünsche dann einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Dir, lieber David, natürlich auch. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Also, bis dahin, alles Gute. Tschüss. Vielen Dank auch von meiner Seite. Schönen Abend und passen Sie gut auf Ihre Position auf. Bis dann. Ciao.